Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Another Brick in the Mall. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir haben letztes Mal unseren Kühlraum hier in Betrieb genommen und da wollte ich gucken, ob wir hier möglicherweise eine Doppeltür reinbauen können, damit wir hier so... Oh, cool. Hier geht auch. So, da haben wir einen Kühlraum. Sehr gut. Und erforschen jetzt übrigens mal so nebenbei. Huch, hier haben wir auch noch Finanzen. Ne? Steigert sich langsam. 6 Tage Durchschnitt. Dann haben wir immer so Hänger drin. Da sind vielleicht Leute nicht zufrieden gewesen. Aber hier Frozen Food, wenn wir die noch haben, dann haben wir den Kühlraum. Zumindest fertig in unserem Megastore. Und ich glaube, wir brauchen echt mehr Kassen und mehr Kassierer. Wir haben jetzt 5 Kassen. 4 sind in Betrieb um 18 Uhr. Wir brauchen morgen einen weiteren Kassierer um die Zeit. So. Der soll um 16 Uhr anfangen, würde ich sagen. So, nachts später, wenn es später nachts wird, ist ja eh keiner mehr da. Und eventuell bauen wir noch eine weitere Kasse. So. Gut. Haben wir eigentlich mittlerweile für diese Regale was bekommen? Nee. Und ich glaube auch so ein einzelner Clerk hier ist ein bisschen zu wenig. Wir brauchen da auch auf jeden Fall mehr. Wenn das wirklich nur ein Laden ist, ne, wo wirklich alles von einer oder zwei Personen gemacht werden. Wir haben zwar einen sehr, sehr guten Stock-Clerk, aber wir stellen einfach noch einen ein. So, der soll kommen zu den Abendstunden. Können wir das irgendwie aufteilen, dass das... Nee. Na, lass hier ruhig ein bisschen eher kommen. So. Weil teilweise werden die Regale, glaube ich, auch dieses normale Verkaufen leer. Ja, falls du neu bist und dich fragst, warum mache ich das nicht nachts? Ich möchte es ein bisschen realistisch halten, deswegen habe ich auch hier so einen kleinen Kälteraum gebaut und haben wir jetzt noch gar nicht geguckt, was funktioniert. Was haben wir denn hier alles? Guck mal. Frische Früchte. 50% voll. In 78 Stunden laufen die ab. Das heißt, wir müssen die auch gut verkaufen und der Margin wird automatisch eingestellt auf 200%. Und das sind natürlich jetzt Sachen, wenn ihr mal guckt. Da machen wir zwischen 4 und 8 Dollar Gewinn pro verkauftem Stück. Das ist natürlich nicht viel. Bei den ganzen Dingen hier. Außer bei Spielsachen. Bei Spielsachen kriegen wir richtig schön Profit. Und hier bei diesen Handelssachen, ihr kennt das so beim Lidl auf dem Grabbeltisch, ne? Was eigentlich immer nervt, weil früher war Lidl halt ein sortierter Laden, mittlerweile ist auch so ein Kuddelmuddel durcheinander Laden, meiner privaten Empfindung nach, geworden. Zumindest hier am Lande. So, und da sind Sachen abgelaufen, das kann auch passieren. Und guck mal, wie schön das funktioniert mit dem Kühlraum. Was fehlt noch in diesem Kühlraum? Achso, wir müssen nochmal gucken, hier bei den Kassierern immer. Was fehlt noch ist Floor Tiles. Wir können den Boden anpassen. Damit das richtig schön aussieht. Und in so einem Kühlraum würde ich ja sagen, nehmen wir hier so eine... Sowas. Ja. So. Und im Verkaufsraum... Weiß ich nicht. Zum Luxusschuppen oder so. Was haben wir denn erreicht? 2000 totale Verkäufe. Es ist immer noch zu voll. Puh, warte mal. So, Cashier. Nein, nicht Hire. Jetzt erstmal nur gucken hier. Wir brauchen früher Kassierer. Hm, fängt denn einer irgendwie so um 8, um 16 Uhr fängt der an. Wir hatten noch einen mal so dazwischen, so um... Können wir den ein bisschen vorziehen. 13 Uhr, den lassen wir mal früher kommen. Und zwar hier um 11 soll er schon kommen. Ach, wobei, das wird nicht reichen. Guckt euch das mal an. Ja, unser Laden ist beliebt. Unser Laden ist echt beliebt. Wir brauchen noch mehr Kassierer. Haben wir denn noch einen guten? Ihr könnt übrigens, falls ihr euch gerade fragt, wie kriegt man denn demnächst dann nochmal bessere Leute? Ihr könnt demnächst dann zum Beispiel Dinge erforschen wie diese Straßenanbindung hier unten. Kann man, das sollte ich vielleicht schon mal machen. Die kann man dann anbinden und dadurch schaltet man die Option frei, dass auch aus anderen Städten Mitarbeiter kommen. Die sich dann... So, pass auf, wenn wir das so machen, dann wird der Store natürlich nicht sehr groß. Deswegen lassen wir das mal auf der Höhe hier. Verbinden das da. So, das können wir schon mal machen. Dann ist es nämlich fertig. Gut. Was erforschen wir gerade nochmal? Habe ich schon vergessen. Frozen Food Supply. Genau, also das passt jetzt dazu, dass wir den Kühlraum haben. Dann können wir die fehlenden Regale auch noch auffüllen. Und guck mal, wie leer die werden. Also,
Als wenn wir da noch immer zu wenig Stock-Clerks hätten. Storage-Clerks. Oder Stock-Clerks. Guck mal hier. 35% voll. Ich meine, die Kosten, wie viel kostet der pro Tag? Gucken wir nochmal. Nee. Salary. 11. Also, $11 am Tag bei 400 Gewinnen? Damit die Leute nicht überlastet sind. Hier finde ich eine gute Idee. Stock Clerk, nehmen wir mal. So, den stellen wir ein. Der macht morgens die Beförderung. Passt. Sollte passen. Gut, haben wir einen neuen Rekord. 60 Fahrzeuge. 54 war der Rekord. Und 285, also nochmal mehr Verkäufe. Und 54. Also jeder kommt mit dem eigenen Auto. Wir sind aber fast am Parkplatzlimit. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall weitere Parkplätze vorsehen. Und dafür habe ich das hier oben gebaut. Denn jetzt können wir hingehen und sagen, auf diese Seite soll nochmal Customer Parking. Da soll hier wieder Road. Da soll hier wieder Customer Parking hin. Kapisch? So zum Beispiel. So, die haben wir jetzt verbunden zwar, aber um diese Sperre hier zu entfernen, müssen wir Roadwork erforschen. Das haben wir noch nicht gemacht, aber dann könnten wir das... So, und jetzt haben wir hier nachts oder frühmorgens, dann kommt der hier und kann schon mal da die Waren wieder auffüllen. Und da kommen die ganzen Mitarbeiter, denen sollten wir vielleicht auch noch weitere Parkplätze geben. So. Und hier oben... Machen wir erstmal nur die Reihe. Geht auch zügig. Und jetzt schon wieder fast voll. Ja. Also. So. Und Frozen Food Supply. Das heißt, wir können jetzt hier noch zusätzlich anbieten. Ice Cream. Natürlich. Wer mag sie nicht? Und Vegetables. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein Regal entfernen. Diese Geräusche immer. Hallo? Geh mal weg. Das geht auch. Gehen wir auf Bild und dann Remove Walls oder Objects. Und dann machen wir mal den hier weg. Und stattdessen bilden wir dahin einen Fridge. War doch einer, ne? Der fehlte. Weiß gar nicht. Die Bauarbeiter sind manchmal sehr lange unterwegs oder streiken gerade. So, und dann können wir nämlich hier noch Frozen Pizzas. Wer mag sie nicht? So, haben wir noch irgendwas vergessen? Bin ich mir gerade nicht sicher. Was waren denn jetzt die ganzen neuen Sachen, die wir da bekommen haben? Gefrorenes Obst, gefrorene Pizza. Haben wir drei Sachen? Ja, zwei hier, eine da. Okay. Ja, damit ist der Kühlraum fertig. Und ist schon wieder fast leer. Guck mal. Ich überlege dann, ob man da vielleicht hingehen sollte und bei den Sachen, die regelmäßig leer werden, weitere Regale von dem Typ da hinstellt. Oder ob das einfach nur an den Stock-Clerks liegt, dass die einfach mehr, noch mehr bedienen müssen. Können sollen. Wir haben jetzt 84 Parkplätze. Noch keinen neuen Rekord. Und erforschen jetzt gerade was. Research. Alkohollizenz. Ne, will ich auch gar nicht. Kleidung, das ist interessant. Wir machen mal Kleidung, damit ihr im Let's Play so ein bisschen was seht. So, was haben wir hier erreicht? 40 verschiedene Sorten eines Gerätes. So, bei Kleidung. Warum ist das interessant? Kleidung ist, so wie viele andere Dinge, auch ein Luxusgut. Das heißt, da müssten wir wirklich so eine Art Boutique vorsehen. Und... Das kann ich euch natürlich jetzt schwer zeigen, weil wir natürlich nur einen großen Laden haben. Aber lasst euch gesagt sein, wenn wir mehrere größere Laden, mehrere Läden jetzt einzeln bauen würden, eine Boutique, ein Tiefkühlkost, Bofrost, ja, einen Foodladen, sowas in die Richtung. Wenn wir das machen würden, dann würdet ihr sehen, dass man mit diesen einzelnen Boutique-Läden oder so, wenn man eine Boutique baut, ja, dass man da sehr viel Geld verdient, weil die einzelnen Sachen sehr viel Geld wert sind auch. Finde ich eine coole Sache. So, was wollte ich? Bild. Foundation. Und dann machen wir mal hier einen kleinen Anbau ran. Ist gut, dass wir da nicht genug Geld für haben. Reicht das? Oder sollen wir erstmal
Aber das Lager, das wird echt zu groß. Wir machen das erstmal so. Was sagt denn unser Lager? Unser Lager sagt folgendes. Desired Storage Load 69% soll es voll sein. Kapazität 81. 57. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Sollte eigentlich reichen. Ja, also diese Klamotten-Ecke, die hat den Vorteil, dass halt da sehr, sehr hochpreisige Sachen verkauft werden können. Und dadurch steigt natürlich massiv der Gewinn. Wenn ihr euch die Gewinne von euren einzelnen Geschäften anschauen wollt, geht einfach hier drauf. Da seht ihr jetzt zum Beispiel hier, ne, das sind die Unterhaltskosten und Löhne. Das ist das, was wir an Umsatz hatten. Das ist der Profit daraus. 30% verdienen wir durchschnittlich mit dem Gardastor. Wenn wir jetzt dann Klamottenladen hinbauen, dann wäre es natürlich deutlich mehr. Und ich würde aber dann gerne hier noch ein Restaurant mit reinbauen und so. Und deswegen würde ich gerne einmal einen großen Klotz hier bauen. So eine Mega-Mall. Habe ich eine schöne Dokumentation gesehen über Mega-Malls. Gar nicht mal so interessant. So. Das dauert aber jetzt etwas. Das sind 96 Stunden. Und das gleiche gilt auch für Elektronikmarkt und so. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen vorspulen lassen. Also die leeren Tische, ne? Die machen mich schon so ein bisschen betroffen. Da wollte ich irgendwas drauf tun, was viel geht. Was kippt denn nicht so schnell um? In 13 Stunden läuft das ab. Was ist denn hier Tier 1, Tier 2? Weiß ich gar nicht. Ich denke, im Grunde gibt es da unterschiedliche Tiers. Was die bedeuten, ich weiß es nicht. Und natürlich können wir auch hingehen und sagen, ne, wir haben mehrere Regale von einer Sorte. Das geht natürlich auch. Das geht auch. Also Getränke, die werden wahrscheinlich nicht schlecht. Da kann man wahrscheinlich deutlich mehr von nehmen. Und als nächstes bewegen wir uns zu auf, ja, 40 verschiedene Produkte haben wir ja schon. Da haben wir schon das Achievement für bekommen. Haben wir hier einen neuen Rekord? Nee. Also seitdem wir diese frische Abteilung gebaut haben, einen neuen Rekord haben wir jedenfalls noch nicht. Also ich glaube schon, dass wir irgendwie... Sollen wir mal für den... Erstmal bauen wir hier eine neue Tür rein. Ich überlege gerade, ob wir für den Kleidungsladen wirklich mal einen zweiten Laden bauen, damit ich euch zeigen kann, was ich meine. Huch. Stuff Door. Dass wir hier so einen kleinen... Dass wir den... Ich weiß es nicht. Der wird auch nicht klein. Wir brauchen da auch viele Kassen für. Aber da können wir den Supermarkt nicht erweitern, wenn wir da... Das ist ja dann quasi irgendwann so ein Allesladen. Ihr könnt natürlich auch hingehen. Und das ist das Schöne an diesem Spiel. Wir können einfach sagen, ja, ich möchte einfach nur... Restaurant gibt es zum Beispiel. Ich möchte einfach mal wieder den Restaurantmanager spielen. Dann baut ihr halt einfach nur ein Restaurant rein. Geht auch. Ne? Gibt euch also da das Spiel keine Vorgaben, was und wie ihr das machen sollt. Hier wird es gerade sauber gemacht. Sehr gut. Regale scheinen voll. Kann man sich aber auch angucken, wenn man hier auf Gardastore geht und dann kann man hier die Produkte sehen in einzelnen Regalen. Lecker, 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 ne? Geht alles. So, wir achten mal ein bisschen jetzt auf die Schlangen, weil da haben wir längere Zeit nicht mehr drauf geguckt. Wir sind jetzt morgens, da haben wir vier Kassen auf. Vier Kassen schon morgens, ne? Unser Laden ist gut besucht. Der Rekord lag bei 54 Besuchern. Gucken, ob wir das schaffen. Das Ding ist allerdings, die Besucherzahl steigt natürlich, wenn ihr zu lahme Kassen habt, wo die Leute ewig stehen, weil dann läuft das alles auf, ne? Dann läuft das alles voll. Ist so. Ah, 40. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich glaube dann... ist der bessere Indikator, dass man hier drauf guckt, wie viele Sales hatten wir und die steigen stetig. Also ganz falsch machen wir die Sachen nicht. Und da ist gleich schon wieder die Wursttheke leer. Also ich weiß nicht, wir brauchen noch mehr Clerks. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es liegt eher daran, dass die so weit laufen. Und das könnte man beheben, indem man das Lager grundsätzlich schmaler unten drunter, also nicht so breit macht. Mal gucken. Ob wir heute einen neuen Rekord schaffen. 239 wird knapp. Ja, doch, das schaffen wir. Das schaffen wir locker. Und auch bei den Gewinnen. Gestern haben wir 272.
Jetzt müssen wir immer einmal pro Stunde zahlen hier, aber das sieht ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich das nächste Dingens erforscht habe. Wir müssen uns ja nicht die ganze Zeit hier das Gewühl, obwohl das eigentlich auch cool ist, ne? Überall ist was los hier. Da wird hier, da gehen die Waren, gehen übers Band. Ja, da, lecker Fleisch. Junge Frau. Ja, und hier nochmal Fleisch. Ja. Olaf, die hat keine Salami gekauft. Gut. Bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist bei Another Brick in the Wall. Bis dann. Tschüss.